Ja, ein herzliches Hallo in die Runde und ich möchte euch begrüßen zu einer weiteren Folge meiner kleinen Miniserie über die Elfenwässer. Das sind Pflanzenhydrolate für die Anwendung bei Elfen, Zwölfen und anderen Naturgeistern und die ihr euch ja möglicherweise auch selber machen könnt. Das habe ich in einem anderen Video schon beschrieben. Und für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tanja Voss. Und wir beschäftigen uns bei Acting Nature mit allerlei Themen rund um die Natur und um die wirkenden Kräfte in der Natur. Und Acting Nature möchte da sein für Menschen, die die Natur ja wirklich auf allen Ebenen erfahren möchten und dadurch ja dem Alltag vielleicht auch ein bisschen Zauber und ein bisschen Magie zu verleihen. Ja, und da sind wir eigentlich jetzt bei dem Hydrolat schon genau richtig, weil Moos Hydrolat ist sehr unbekannt, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die Moose und Flechten insgesamt so gut wie gar nicht erforscht sind. Also es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Sorten und nur 4% sind überhaupt mal in irgendeiner Form untersucht worden. Die Moose und Flechten, die gehören zu den, ja, eigentlich zu den Dinosauriern der Pflanzen. Die überleben ja schon Jahrmillionen Jahre oder Jahrmilliarden Jahre, ohne dass sie sich großartig verändert hätten. Und das ist so in der Pflanzen- oder überhaupt in der Erdgeschichte total ungewöhnlich, weil normalerweise verändert sich alles und immer und stetig. Und bei den Moosen und auch bei den Farnen ist das so, dass die sich fast gar nicht verändert haben. Was die Moose wirklich auszeichnet, ist eine absolute Resistenz gegenüber allerlei Keimen. Also Moose können niemals von irgendwelchen Pilzen befallen werden und auch nicht von Bakterien befallen werden. Und das Geheimnis, was dafür verantwortlich ist, sind ganz bestimmte Phenolverbindungen, die dafür sorgen, dass Viren und Bakterien gar keine Chance haben. Und das ist im Grunde auch schon gleich so die Anwendungsmöglichkeit vom Mooshydrolat oder eben auch vom Elfenwassermoos, dass man es vor allen Dingen dann einsetzen kann, wenn man etwas reinigen möchte. Das kann beispielsweise die Raumluft sein. Also wenn Raumluft belastet ist mit irgendetwas, sei es nur mit irgendwelchen Krankheitskeimen oder Erregern, oder auch vielleicht mit Feinstaub oder so etwas, dann eignet sich Mooshydrolat ganz hervorragend, um diese Stoffe zu binden und einzufangen. Das kann man machen, entweder indem man das Hydrolat einfach in den Raum hineinsprüht oder aber auch indem man es in eine Duftlampe gibt und ja, diese Duftlampe quasi in dem Raum verdampfen lässt. Ganz viele Naturvölker setzen Moose aber auch ein, wirklich als Kompressen. Das heißt also, zum einen haben sie ja einen kühlenden Effekt, ne? Weil wenn man Moos abmacht irgendwo und lässt das mit Wasser sich vollsaugen und bindet das dann feucht auf eine Prellung, Quetschung oder so etwas, dann hat man ja auf der einen Seite den kühlenden Effekt. Das hat also wie ein natürlicher Verband. Und auf der anderen Seite hat man aber eben gleichzeitig auch noch diesen antibiotischen Effekt des Mooses. Wichtig dabei zu erwähnen ist allerdings, dass ein Teil der Moose unter Naturschutz stehen. Das heißt, wenn du also jetzt beschließt, dir ein Mooshydrolat selber herzustellen, dann schau genau, wo du das Moos sammelst. Am besten im eigenen Garten. Ja, und zum Geruch kann ich vielleicht noch etwas sagen. Also das Moos riecht tatsächlich, also Mooshydrolat oder auch das Elfenwassermoos, riecht tatsächlich wie das Moos, also wie so ein Waldboden letztendlich. Und das kann vielleicht für die ein oder andere Elfe erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein. Aber wenn dann die Wirkung kommt, dann ist das alles vergessen. Also man kann auch nicht sagen, dass es stinkt. Aber es ist auch nicht zu vergleichen mit dem Wohlgeruch von Orange beispielsweise. Also, wenn du mal eine Elfe triffst, die sich von irgendetwas reinigen möchte, dann stellst du dich mit ihr mit Barfuß auf eine moosige also auf einen moosigen Untergrund und ja, besprühst sie mit ein wenig von dem Elfenwasser, Moos,
und sagst ihr anschließend, sie möge doch bitte ausreichend dazu trinken. Ja, und zum Schluss schicke ich euch noch ein paar Fotos von, ja, wunderschönen Moossorten, die ich hier bei mir entdeckt habe. Und ich kann euch nur einladen, beim nächsten Mal tatsächlich sich Moos mal ganz genau anzugucken, wie wunderschön das ist. Tschüss!